Deutschland hat am Mittwoch der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau durch US-Truppen vor 75 Jahren gedacht. Ein Jahrestag in trauriger Stille. Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten die offiziellen Befreiungsfeierlichkeiten abgesagt werden. Daran erinnerte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei der Kanzlerniederlegung und forderte frühzeitig gegen rechtsextreme Tendenzen einzutreten. In aller Stille haben wir schon gedenkt dieses Jahrestages und erneuern auch heute nicht nur das Gedenken, sondern auch das Versprechen. Niemals vergessen, aber auch nie wieder passieren. Dachau war das erste dauerhafte Lager der Nazis und galt als Modell für spätere Konzentrationslager. Zudem wurden dort SS-Soldaten auf das Töten vorbereitet. Bis 1945 saßen dort mehr als 200.000 Menschen aus ganz Europa in Haft, darunter Kommunisten, Sozialdemokraten, Priester, Juden, Roma und Sinti sowie Homosexuelle.